Lomond und sagen herzlich willkommen zum heutigen Home Workout. Wir schauen uns die Highlights an. Das erste am Tag sind die Slow Dead Bugs. Dead Bugs haben wir schon einige gemacht, koordinativ relativ anspruchsvoll, aber auch von der Body Tension wirklich eine gute Übung für den Körper. Und zwar ist unsere Ausgangsposition quasi so ein liegender Vierfüßlerstand und dann wechselst du. Du streckst das linke Bein und den rechten Arm nach oben, wechselst danach zurück mit dem rechten Bein und dem linken Arm. Claudia macht es jetzt noch ein bisschen schnell. Für Slow Dead Bugs kannst du das Tempo nochmal runternehmen. Genau, so schaut es aus. Und dann wirst du merken, hier im Bauch gibt es echt richtig, richtig gut Core-Spann. Dankeschön, Claudia. Wir bleiben hier unten und machen ein zweiter, nämlich mit dem Quad Crawl. Du siehst in deiner App vielleicht den Dumbbell Quad Crawl. Lässt sich mit einer relativ schlecht machen. Deswegen bleiben wir heute beim Casual Quad Crawl oder beim Quad Hold. Entsprechend, wie viel Platz du in deinem Home Gym hast. Vierfüßlerstand, die Knie heben sich an. Ich mache das mal gerade. Haben hier 90 Grad. Du siehst, ich kann hier mit der Hand drunter durchgehen. Wenn es deinen Platz hergibt, machst du jetzt noch einen Crawl. Der geht so ein bisschen diagonal, in kleinen Schritten. Du wirst merken, das brennt gut in den Beinen, aber auch in der Bauchmuskulatur. Das ist also keine große Schrittbreite, sondern eher kleine Schritte runterspannen. Dankeschön. Claudia hat es gemerkt, auch die dritte und letzte Übung für heute findet auf dem Boden statt. Und auch die dritte und letzte Übung ist absolut der Core Burner. Und zwar machen wir Russian Twists. Hose auf dem Boden, wenn es deine Körperspannung hier gibt, dann sind die Füße in der Luft. Wenn du es von der Körperspannung her noch nicht schaffst, dann lass die Füße gern fixiert auf dem Boden. Der Fokus soll auf der Rotation vom Oberkörper liegen. Ja? Das heißt, hier wirklich schön eintreten, nach links und rechts mit der seitlichen Bauchmuskulatur arbeiten. Claudia macht jetzt schon ein bisschen die Runaway-Option. Wenn es mit dem Gewicht, was du zu Hause hast, zu schwer ist, dann entweder ein leichteres oder machst komplett ohne. Das heißt, du tippst nur kurz mit den Händen den Fußboden an und rotierst dann von links nach rechts. Das waren auch schon unsere drei Highlights, unsere Core-Highlights am Bodyweight Wednesday. Wir wünschen immer viel Spaß beim Nachmachen, sehen uns ja vielleicht trotzdem noch im Live-Workout und ansonsten dir noch eine gute Restwoche. Ciao!